Wir sind im Atelier von Günther Zint und das kann man wirklich sagen, Sie sind der Kiez-Kultfotograf. Man nennt mich so. Ja. Ich selber würde es nicht sagen. Unter anderem wegen Fotos von den Beatles. Das ist jetzt kein Fotos. Was haben wir denn da? Das hat Erwin Ross gemalt, der Rubens von der Reeperbahn, der bis zu seinem Tod bei mir im Museum als lebendiges Ausstellungsstück gemalt hat. Aha. Und der hat mir das kurz vor seinem Tod noch gemalt, hatte ich ihn drum gebeten. Friede seiner Asche. Aber ich denke, er malt weiter. Ich habe ihm in den Sarg noch Pinsel und Farben reingelegt und habe dann gesagt, Erwin, mal weiter. Mal sehen, ob noch was kommt. Und jetzt mal wirklich unter uns. Sie haben von den Beatles jeden persönlich gekannt? Ja, was heißt gekannt, wie man so als Fotograf Leute trifft? Und ich meine, ich habe sie öfters getroffen. Wen ich näher gekannt habe, war John Lennon. Und später hatte ich eine Ausstellung zusammen in Siegen mit Paul McCartney. Und Paul McCartney hat auch mein Museum eingeweiht. Aber es ist ganz ulkig. Ich habe ja auch Jimi Hendrix fotografiert. Und oft, wenn Leute mich fragen, Sie haben wirklich Jimi Hendrix gegenübergestanden? Sag ich, ja, wie soll ich sonst das Foto gemacht haben? Darf ich Sie mal anfassen? Mir schon zweimal passiert, dass Leute sowas von kultig drauf sind, dass sie mich anfassen wollen, nur weil ich mal gegenüber von Jimi Hendrix gestanden habe. Also diese Kultgeschichten verstehe ich nicht, aber gut. Ich fasse Sie jetzt an, denn ich weiß, dass Günther Zint bei Scharfgestellt St. Pauli sein wird im Cocoon. Und darauf freuen wir uns.